Aus dem Urwald der sogenannten Caatinga im Nordosten Brasiliens zu dem, was daraus weitgehend geworden ist. Savanne. Ihre Generation, sagen die beiden Einheimischen, trägt die Hauptschuld an der massiven Abholzung hier im Hinterland. Damals, gestehen sie, haben nur wirtschaftliche Interessen im Vordergrund gestanden. Dieser Baum ist typisch hier, man nennt ihn Eisenholz, sagt Frederico Gondim Carneiro de Albuquerque. Der hat einen hohen Brennwert, ist deshalb häufig für meine Branche, die Ziegelindustrie, abgeholzt worden. Leider. Ein schwerer Fehler unserer Generation. Es hat uns damals das Wissen über die Folgen der Abholzung gefehlt. Der Unternehmer macht es nun besser, wie er uns in seiner Ziegelei nahe der Caatinga zeigen will. Im Monat produziert er 1,5 Millionen Ziegel. Der Energiebedarf fürs Brennen ist hoch. Seine Öfen beheizt er heute zu 20% mit Holzspänen, Abfälle aus der Möbelindustrie. Die restlichen 80% liefert Holz aus nachhaltigem Anbau, zum Beispiel Bambus. Die nötige Temperatur von 850 Grad Celsius lässt sich problemlos erreichen. Die Umstellung lohnt sich auch finanziell. Für das eingesparte Kohlendioxid kann der Betrieb Emissionszertifikate verkaufen. Als ich davon gehört habe, habe ich das anfangs nicht richtig verstanden. Ich habe auch nicht daran geglaubt. Denn wie zum Beispiel soll ich beweisen, dass unterm Strich weniger CO2 in die Atmosphäre geblasen wird? Aber im Laufe der Zeit habe ich mich überzeugen lassen. Allerdings ist damit auch ein großer bürokratischer Aufwand verbunden. Überzeugen ließ er sich von ihr. Cassandra Natris arbeitet für eine Firma, die sich auf den Handel mit Emissionszertifikaten spezialisiert hat. Die Ziegelei erhält durch den Verkauf der Zertifikate rund 100.000 US-Dollar pro Monat. Eine gute Motivation, in den Klimaschutz zu investieren. Die US-Amerikanerin sagt, dass niemand so etwas ohne finanzielle Anreize macht. Es hat sich bewährt, intensiv über solche Projekte zu sprechen und klarzumachen, dass damit auch sozialer Fortschritt und Verbesserungen beim Umweltschutz verbunden sind. Die Projekte müssen zudem auf nachhaltige Weise umgesetzt werden. Die jüngste Generation könnte besonders unter dem Klimawandel leiden. Das weiß auch der Unternehmer. Mit Wiederaufforstungsprojekten tun sie etwas hier dagegen. Die Setzlinge hat der Ziegeleibesitzer gestiftet. Um die Sünden der Vergangenheit wieder gut zu machen, ist aber noch viel zu tun.